Ach, was ein Wetter, ne? Da geht man doch am besten nicht in den Zoo. Aber das sehen knapp 800 Gäste anders. Das finde ich gut, weil ich brauche ihr Geld. Ihr habt euch ein Kleintier-Vivarienhaus gewünscht, das sollt ihr bekommen. Aber mit der jetzigen finanziellen Situation geht das überhaupt gar nicht so gut. Denn wir können ja mal gucken, was diese Vivarien kosten. Da sind wir nämlich schon mit locker 3000 Dollar am Start. Und ihr habt jetzt schon einen Spoiler gekriegt. Guckt mal einer an. Dann schieben wir das Thema doch direkt ein. Ich wollte mehr Leute hier reinkriegen und deswegen habe ich im Off das Gehege schon mal erweitert. Rappenantilopen sind hinzugekommen. Und, wo sind sie denn? Irgendwo hier bestimmt. Da. Winda. Die Rappenantilope. Das ist schön. Ein Weibchen. Wunderbar. Und irgendwo haben wir bestimmt auch noch ein paar Kerle. Da, das wird der Vater sein, Adisa. Das Alpha-Männchen. Und ja, mit Rappenantilopen allein ist es hier nicht getan. Oh, jetzt versammeln die sich hier schon wieder alle, oder? Ist das toll. Ich finde es toll. Herrlich, dieses Spiel. So. Die kleinen Thomsen-Gazellchen hier. Die sind auch ganz niedlich, aber das ist noch nicht alles. Neben der Rappenantilope ist noch. Hast du das? Nein, oder? Irgendwo hier. Da, nein. Nein. Irgendwo hier läuft noch, naja, ein Springbockmännchen rum. Keine Ahnung wo. Wir gucken mal in die Tierliste rein. Bisher aber auch nur, da wir ein einziges Männchen. Wo bist du? Da unten. So ganz allein, keine Freunde. Oh, wir müssen hier ein Weibchen suchen, gell? Ja, das machen wir jetzt mal. Kurze Pause. Was haben wir denn hier? Größen gehen ist schlecht, der Rest würde passen. Ah. Ist nicht so einfach. Wir fangen einfach mal billig an, oder? Fehlgeschlagen. So, Hauptsache, wir haben ein Weibchen. Alles klar. Ist jetzt auch schon nicht ganz frisch mehr, aber egal. Wird verlegt. Gut ist. Und wir gucken mal in die Meldungen rein, was hier noch so passiert. Hier da. Der Getränkeladen hat leicht schiefen Pfosten, Stützpfosten bekommen. Aber sie geben ja hier wenigstens gut Geld aus. Jetzt geht's schon weiter. Alpha-Statuskämpfe. Aber ich denke, die sollten wir einfach laufen lassen. Das ist auch irgendwie ein bisschen wichtig, ne, für das natürliche Verhalten der Tiere. Hoffentlich geht es nun gut aus. Was haben wir hier? Das Tier ist hungrig und sitzt auf dem Dach. Und ich höre hier nichts Gutes. Ich höre hier nichts Gutes. Da. Yo. Wegen einem hungernden Strauß. Da muss man dringend ein Tierarzt kommen und irgendwas machen. Und ein Tierpfleger noch gleich dabei, wer schneller da ist von euch beiden. Du backst hier einfach rum. Frechheit, oder? So, Forschung ist das nächste Thema, was im Off passiert ist. Wir gucken uns das mal an. Wahrscheinlich die Barrieren, genau. Wir haben einen zweiten Techniker eingestellt für reine Forschungszwecke. Der soll uns mal Designs erforschen für das Kleintier-Vivarium. Neue Welt. Ja. Fand ich jetzt für Kleintier-Vivarien am schönsten. Indien und Afrika wäre auch okay, aber ich glaube, Neue Welt ist hier am besten. So. Du musst da irgendwie runterkommen. Ja, das haben wir jetzt natürlich von diesen Alpha-Kämpfen. Hier gibt es eine ernsthafte Verletzung. Das ist nicht so gut. Kommt hier jemand? Hier ist gerade echt nicht viel los. Wie hungrig bist du denn? Nee, nicht die Schirmakazie, die juckt gerade niemanden. 31%. Ich mach das jetzt mal anders, ne?
Aha. So, ist das Bug-Using? Ich weiß es nicht so ganz. Aber ich glaube, das Problem kriegen wir dann in den Griff. Was haben wir hier noch? Das haben wir. Veterinärforschung gibt es gerade nicht. Drex ist da. Ich sag mal Hallo. Kassiere mal schön. Locker 20 Arterhaltungspunkte für das Ding. Für die Kleinigkeit. Freue mich darüber, dass hier auch Geld gemacht wird. Ich habe auch nochmal Verkäufer aufgestockt, damit die Läden ein bisschen besser besetzt sind. Und jetzt zocken die Leute noch ein kleines bisschen ab hier. So, Toiletten kosten jetzt überall 5 Cent. Geldautomaten haben wir doch schon im Preis festgelegt. Alles gut. Hier müssen wir nochmal ein Unboxing machen, oder? Okay. Das sparen wir uns. Der braucht nicht mehr kommen, nicht deswegen. Und dann schauen wir mal. Ach, hey. Wo kommt die Meldung? Sozialverhalten. Stress, okay. Wir bauen nochmal einen Rückzug, bevor wir uns um das Vivarium-Haus kümmern. Und wir machen mal eine kleine Pause. Und setzen uns das erste Mal ernsthaft mit diesem Barmenü auseinander. Architektur. Will mal was irgendwie aus Wänden bauen. Ich habe jetzt nicht so viel Material. Ich habe Beton. Ich habe Holzplanken. Fassaden. Metallplanken. Ohrenbeton. Und Rigips. Ach, wie schön, oder? Ich glaube, ich nehme einfach direkt das Holz hier. Und fang doch mal so an. Kleines Eingangstürchen. Jetzt wollen wir natürlich ein paar Wände drumherum haben. Wohl, guckt mal hier, das könnte doch viel besser sein, oder? Das gefällt mir besser. Dann muss ich das nicht drei breit machen, sondern nur zwei. Einmal hier. Einmal da. So, und jetzt brauchen wir noch irgendwas wie ein Dach. Jetzt könnte ich doch auch eigentlich genau diese Teile als Dach auch verwenden, oder? Was gibt es denn hier bei Dächern und Böden? Gut, brauche ich jetzt nicht. Gibt es auch direkt schon. Easy, oder? So, hier müssen wir mal irgendwie ein Stockwerk nach oben kommen. Passt. Da haben wir doch einen Made by Matze Rückzugsort. Da muss jetzt natürlich noch irgendwie eine Schlafmöglichkeit rein. Ach, extra groß für die ganze Familie. Wir machen hier ein paar kleine rein, oder? Und die sollen eigentlich mit zu dieser Baugruppe. Ja. Ich glaube, das wird aber so nix. Nicht ganz so symmetrisch angeordnet. So. Doch, ist alles eine Baugruppe, wenn ich es jetzt bewege. Wunderbar. Dann drehen wir es nochmal ein bisschen. Dann sollen sie sich bitte verstecken und das aber auch annehmen jetzt, ne? Mal gucken, wann jemand reingeht. Wups, und da haben wir schon den ersten. Ja, guck dich um und such dir ein schönes Plätzchen. Warum lege ich dir eigentlich diese schönen kleinen Schlafplätze da rein? Die jucken dich keinen Millimeter, gell? Unglaublich. Na gut. Aha.
So, da müssen wir jetzt mal gucken. Die sind alle aus welchem Arbeitsbereich? Der ist hier hinten, gell? Und der ist auch vollkommen überlastet, fast. Und der hier auch. Wir haben jetzt einfach auch viel Personal, das müssen wir mal so festhalten. Hier hinten kriege ich aber auch keinen weiteren mehr rein. Dann machen wir hier nochmal einen hin für die Verkäufer. Nee, Breite ist jetzt nicht das, was ich brauche. Länge sollte es werden. So, ein Mitarbeiterweg. Der sollte natürlich eher kurz sein. Und das Mitarbeitergebäude stelle ich hier hinten mal an dem Zaun ein bisschen quer, damit so weit weg wie möglich von diesem Weg ist. So, wo sind wir? Da sind wir. So, das schließen wir nochmal ordentlich an. Ja, wenn wir es richtig rum hinstellen, dann können wir es auch ordentlich anschließen. Ach, Mensch. Oh nee, ich sehe ja noch mehr Möglichkeiten. Moment, das geht viel schöner. Geht noch viel schöner hier. So, und dann sind wir dich nämlich los aus dem Blickfeld, ganz komplett. Und hier müssen wir jetzt noch einen Arbeitsbereich dazugeben. Das ist der hier. Und? Bitteschön. Wunderbar. Das Gemotze sollte jetzt hoffentlich aufhören. Es sei denn, hinten bei dem anderen Arbeitsbereich brauchen wir auch noch einen. Drex, haben wir schon Hallo gesagt? Ja doch. Da war ja was. Hier ist noch geschlossen. So, guck mal auf die Uhr. Wir haben ja schon wieder 13 Minuten hier was gemacht. Ein bisschen mehr Geld will ich natürlich noch von den Leuten haben. Für diesen tollen Zoo. Leichte Preiserhöhung, das kriegen wir doch irgendwie noch überstanden. Und von mir aus machen wir auch noch ein bisschen länger auf. Wunderbar. Jetzt haben wir hier schon einen relativ langen geraden Weg. Und ich wäre jetzt eigentlich fast dafür, dass dieser auch direkt mal in... Der ist mir noch ein bisschen schmal, ne? Dafür, dass es ein Hauptweg ist. Pass mal auf, das machen wir nochmal anders hier. Den machen wir in der Tat noch ein bisschen breiter. Nicht länger, breiter. Ja. So sieht das doch gut aus. 90 Grad. Das ist die richtige Richtung. Den Baum, den werden wir umsetzen. Wie, du willst da nicht hinpassen? Du musst so weit weg vom Rand. Dann erstmal dahin. Den schließen wir wieder an.
Hoffen, dass die Leute das Mitarbeitergebäude nicht stört. Wo kann ich mir etwas kaufen? Du stehst an. Mach doch mal die Augen auf. Was für ein schöner Zoo. Da hast du die Augen richtig aufgemacht. Das ist gut. Okay, hier soll ein Weg abgehen. Und den machen wir, weil auch viele Leute durchgehen sollen, auch relativ breit. Wie breit geht's denn? 10 Meter gehen. Lass den mal hier loslaufen, den Weg. Und das soll tatsächlich der Eingang zu meinem neuen Vivarienhaus sein. Und das wird jetzt wahrscheinlich derart aufgebaut, dass wir einen Weg machen, der sich ein bisschen durchschlängelt und kein Kreis gibt. Also vorne rein, hinten raus, damit die Leute auch alles sehen müssen und es auch keinen Stau gibt in irgendeine Richtung. Ich habe natürlich noch überhaupt keine Ahnung, wie wir das anstellen. Ja. Muss ja natürlich auch irgendwie ein Eingangsportal zaubern. Dann gucken wir mal, wie wir mit diesem Ding hier hinkommen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen nach oben bringen. Das ist nicht so hübsch, wie ich gerade dachte. Da fehlt mir jetzt ein bisschen der Rahmen. Naja, bis wir eine andere Lösung haben, ist das erstmal gut, oder? Weil von der Höhe passt es ja. So, du darfst wieder ein Stockwerk runter. Wunderbar. Haben wir schon mal eine Baugruppe. Die müssen wir ein bisschen bewegen. Ach, das passt aber doch echt gut. Besser als gedacht. Und jetzt können wir mal ein bisschen den Grundriss abstecken. Ist jetzt nicht gerade das schönste Material, was ich hier verbaue, aber mehr habe ich gerade nicht. Ah, wir aktivieren erstmal diese Baugruppe hier wieder. So. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ne, so war das nix. Ich moven wir nochmal. Und wir nehmen jetzt mal ein Vivarium her. Und üben damit mal so ein bisschen anordnen, ne? Was wir natürlich machen können, ist, dass wir... Wir können es hier hinstellen. Da passt es nicht. Das snappt es jetzt in der Tat. Machen wir mal weg. Wenn wir es jetzt hier hinstellen würden, können die Leute eigentlich direkt dran vorbei. Nee, aber die sollen rangehen. Mache ich das jetzt so oder mache ich es in der Tat im Raster von dem Gebäude? Bin da noch ein bisschen unentschlossen gerade. Es wäre dann in der Tat hier. Der Weg ist aber nicht ganz dem Raster entsprechend. Also würden wir eins hier hinsetzen. Eins erstmal dahin. Die Wege hier machen wir weg. Geht jetzt nicht ohne diese Kurve. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Das Vivarium muss nochmal weg.
Und das will ich nicht abreißen, weil das war jetzt teuer. Und das muss auch weg. Wir müssen den Weg erstmal so verlängern, sonst kriegen wir hier schon die ersten Problemchen. Und jetzt können die Vivarien wieder dran. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und dann bauen wir den Weg mal weiter. So, schön hier hinten rum. Dann kann man von hinten auch noch mal reinschauen. Die Kurve ist jetzt ein bisschen hässlich, oder? So. Okay. Würde heißen, wir machen erstmal hier weiter. Das Raster müssen wir aktivieren. Dann geht es alles ein bisschen einfacher. So, du musst weg. Beziehungsweise dich drehen wir einfach nur. Okay. Jetzt können wir hier hinten noch welche hinstellen. Ich weiß noch nicht ganz wie viele, das werden wir noch sehen. Nochmal 3. Dann führen wir den Weg jetzt doch mal hier hinten irgendwie raus. Ja, das sieht doch gar nicht ganz verkehrt aus, oder? Die Frage ist nur, wie wir das am Ende noch ein bisschen schöner bekommen. So. Dann können da auch noch welche an den Rand. Das war nicht schön. Snap-Punkte sind ein bisschen eigenartig manchmal. Jetzt holen wir uns hier vorne diese Torkonstruktion. Nee, das geht so nett. Wir bauen einfach eine neue. Was soll's? Das ist natürlich auch mal überhaupt nichts geworden hier gerade. Ach, jetzt habe ich sie verkauft. Ich kriege beim Verkaufen weniger Geld, als ich beim Einkaufen bezahlt habe. Das sollte man vermeiden, ganz grundsätzlich. Nach hinten. Dann kommt hier oben Danke ran. Was ist hier denn? Was du denn für ein Teil? Ne. Hab ich noch nicht ganz verstanden gerade. So, den Weg, den müssen wir noch einmal ordentlich hier rausführen. Das kriegen wir aber hin, das ist keine große Kunst.
Wunderbar. Und da sind wir jetzt. Das wird der Grundriss sein. Hier passen dann 1, 2, 3, ach, viele. 1, 2, 3, 4, viele. 10 Stück, 20 Stück irgendwie da rein. Was ist nochmal hier los? Niedriges Wohlbefinden. Stress. Ja, alles gut, ne? Wird die Hütte hier mittlerweile genommen? Ja, habt ihr verstanden, wie es geht, gell? Na, sehr schön. Genau, und hier der kleine Springbock. Das Weibchen geht auch mit rein. Ist sogar Silber, sehe ich gerade. Schön. Attraktives Tier. So muss das sein. Da geht noch ein bisschen mehr, aber... Chakrin, hallo. Bring mir Punkte. So soll das sein. Was haben wir hier noch? Veterinärforschung abgeschlossen. Wo sind wir denn da mittlerweile? Krabbenantilope ist fertig. Jo, Frederico, bitte. Springbock. So. Wir müssen jetzt natürlich noch ein kleines bisschen mehr hier oben drauf bauen, ne? Ich würde jetzt einfach mal irgendwas mit Fenstern nehmen, ne? Ladenfassade. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich unbedingt dringend brauche. Aber auch nicht schön aus, oder? Für jedes zweite Stück hier so bauen. Dann halt, dass ein bisschen Licht reinkommt, ne? Nee. Nee, das gefällt mir nicht. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ja, so kleine Löcher, das ist besser als nichts, oder? So, über den Eingang. Kommen die normalen? Da nicht hin. Kommst weg. Du auch. Auch über den Eingang geht das auch. Und das würde ich jetzt gerne einfach symmetrisch weitermachen. Ich denke, hoch genug ist das Ganze, aber eine schöne Dachkonstruktion. Das soll ja kein Flachdach werden hier. Muss groß werden. Können wir das jetzt irgendwie kopieren? Dann haben wir nur alles. Dann kann ich nur alles kopieren. Naja, egal. Jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Wo ist das Ding? Nehmen wir das hier. Hier verstorben. Das ist natürlich schade. Adio! An Altersschwäche. Das ist in Ordnung. Eine Sache fällt mir gerade ein. Die wollen wir nicht vergessen. Wer will mein Tier werden? Genau. Da hat man noch jemanden. Ronja hat sich gemeldet. Also lass mich dann Erdferkel sein. Bevor ich es vergesse hier. Daudi. Daudi. Ist jetzt Conia. Herzlichen Glückwunsch, Conia. Du hast keine hohe Lebenserwartung, bist nur mittelprächtig groß. Auch nur
knapp überdurchschnittlich fruchtbar, aber du bist immun gegen alles. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier noch ein paar mehr Probleme, als ich dachte gerade. Warum leidest du? Es ist der Stress. Rückzug habt ihr. Wie können wir denn den Stress reduzieren? Das ist eine gute Frage, Leute. Die übergebe ich euch mal. Lebensqualität ist aber auch gut. Es ist nur der Stress. Das weiß ich noch nicht ganz, wie wir das in den Griff bekommen. Ja, Aido, mach's gut. Es war schön mit dir. So, also machen wir hier noch schnell die Runde fertig. Hier, da, 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 da. Ich weiß nicht, wie das am Ende ausschaut. Passt auf, jetzt geht's nicht auf, oder? Dann schrei ich. Das geht nicht auf. Ist nicht wahr, oder? Wo ist denn da der Fehler passiert? Da ist er passiert. Was war denn das schon wieder Unheilvolles? Ernsthafte Verletzung, ja. Also das ist jetzt die Frage, diese Alpha-Kämpfe. Was macht ihr damit? Lasst ihr die laufen? Unterbindet ihr die? Ich meine, das sind Tiere, wo in der Tat halt mehr Männchen in der Gruppe sein sollen. Und wenn ich das dabei lasse, dann kommen die Alpha-Kämpfe halt, ne? Und das hier, ein Ding. So ein Tor, okay, steht ja auch dabei. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr damit umgeht. Das war jetzt schon wieder nix. So. Machen wir noch einen dritten Stock hin? Oder kommt da ein großes Dach? Ich denke, Leute, ein Stockwerk machen wir noch, aber nur mit der normalen Wand. Ich kann mal nachher alle Holzplankenwände wieder absetzen, die ich irgendwo da abbauen, die ich irgendwo in die Prärie gebaut habe. Und noch eine Runde. Nee, oder? Nee, 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 nee. Oh nein, sag, dass das nicht wahr ist. Ja, wenn wir zu schnell sind, ne? Habe ich es hier richtig? Ja, auf der Seite habe ich es richtig.
Ach, auch nicht komplett. Mäh. Wir können ja noch ein bisschen, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Geld. So, und jetzt drehen wir es einmal richtig rum. So, das ist ein Haus, das hat riesige Ausmaße angenommen schon gleich. Aber das soll so sein. Und ihr entscheidet im nächsten Schritt mit mir, ob das ein Flachdach, Spitzdach, gar kein Dach bekommen soll. Oder wie auch immer. Denn das Dach, das bauen wir beim nächsten Mal. Wenn es denn... Nicht schön hier. Müssen wir nochmal ran. Wir sitzen hier falsch. Du sitzt falsch, ne? Die anderen sitzen richtig. Sowas nervt mich gleich. Das kann ich überhaupt gar nicht dulden. So. Das mache ich im Off nochmal richtig, Leute. Das geht so nett. Okay. Das wird jetzt beendet. Wir sparen jetzt ein bisschen. Wir stellen die Vivarien hier rein. Ich nehme den Leuten hier den Weg mal weg, dass sie das noch nicht betreten, das Gebäude. So. Und die Frage an euch, wie machen wir die Dachkonstruktion? Und ja, Platz haben wir für einige Vivarien. Ich habe geguckt, es gibt alleine 5 oder 6 Schlangen, 3, 4 Spinnen. Da geht schon einiges hier rein. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht ziehe ich hier auch noch eine Trennwand ein. Keine Ahnung. Mal gucken. Sagt mir einfach, wie ihr es gern hättet. Und dann machen wir das auch so. Jo. Das war's für heute, würde ich sagen, ne? Wir machen hier eine Pause. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wem es gefällt, der darf natürlich gerne ein Däumchen nach oben vergeben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, dem sei es geraten. Vielen Dank und bis dann, euer Matze.